einigen erfolgreichen geschäftlichen Unternehmungen packte den deutschen Einwanderer und Restaurantbesitzer Karl Görwitz der Ehrgeiz. Er unterzeichnete einen langjährigen Mietvertrag für ein Geschäftslokal in dem Gebäude 190 Third Avenue und beauftragte die Architekturfirma Weber und Drosser mit der Umgestaltung des Gebäudes. Das Haus erhielt in der Folge eine neue Fassade, die dem Friedrichsbau im Heidelberger Schloss nachempfunden ist. So entstand das Restaurant Scheffel Hall, das gleichzeitig auch als Bierhalle fungierte. Es wurde nach Josef Viktor von Scheffel benannt, einem deutschen Dichter, der am besten für seine Liedersammlung Gaudeamus, Lieder aus dem Engeren und Weiteren, bekannt ist. Scheffels Werk wurde auch auf den Wänden des Gebäudes verewigt. Ihre Paneele und Malereien stellen Szenen und Sinnsprüche aus Scheffels Gedichten dar. Görwitz gestaltete die Innenräume mit größter Sorgfalt und hoffte, dass eine Atmosphäre wie in einem historischen Ratskeller entstehen würde. Scheffel Hall lag am nördlichen Rand von Kleindeutschland und zog viele deutsche Einwanderer an. Außerdem fühlten sich hier Politiker, Künstler und Schriftsteller wohl. O. Henry ließ hier zum Beispiel seine Kurzgeschichte »The Halberdier of the Little Rheinschloss« spielen. Görwitz betrieb das Restaurant bis zum Jahr 1904. In der Folge vermietete er es an einen Angestellten, der seinen Anteil wiederum an das benachbarte Allaire's Restaurant und Saloon verkaufte. Die Familie Allaire betrieb das Lokal bis zum Jahr 1928 und verkaufte es dann an den Deutsch-Amerikanischen Athletikclub. Im Jahr 1936 wurde dieser Club einer neuen Führung unterstellt, die gemeinschaftliche Singen populär machte und somit eine neue Klientel anzog. Viele Studenten kamen in die Bierhalle, um die Nächte laut singend zu durchzechen. Als der Jazzclub Fat Tuesdays im Jahr 1979 in das Gebäude einzog, verbesserte sich die musikalische Qualität eindeutig. Jazzgrößen wie Stan Getz, Joe Turner und Les Paul spielten hier auf. Rock- und Folk-Ikonen wie Bob Dylan, Keith Richards und Jimmy Page gaben sich in diesen Räumlichkeiten ein musikalisches Stelldichein. Heute hält der Movement Salon seine Yoga- und Pilates-Programme in diesem Gebäude ab.